Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wargroove. Letztens haben wir ganz verzweifelt versucht, das hier mit den Banditen zu schaffen. Ich würde das jetzt erstmal lassen. Ich würde gern das hier probieren, ein Blümchen zu rupfen. Riota will eine seit langem offene Rechnung endlich begleichen. Das würde ich heute ganz gerne versuchen. Und natürlich ist es wieder Sage. Habe ich euch überrascht? Ihr scheint nachzulassen. Nachzulassen? Woher kennt das Menschlein Sage Namen? Was? Ihr erinnert euch nicht einmal? Woran? Ihr habt die Grenzpatrouille von Himmelsang angegriffen und meine Soldaten getötet. Oh, Sage erinnert sich wieder. Eine köstliche Erinnerung. Ihr werdet für eure Vergehen mit eurem Leben bezahlen. Kann sein, muss aber nicht sein. Ja, und mir ist gerade so extrem warm. Hier sind gerade, weiß ich nicht, gefühlt 50 Grad. Ich gucke gerade auf mein Thermostat, tatsächlich 30 Grad in der Dachgeschosswohnung. Puh, oh Gott, ich hoffe, ich überstehe das hier. Deswegen, ich habe den ganzen Tag noch nicht aufgenommen, weil es einfach zu warm war. Auch wenn jetzt die ganzen... Ich hoffe, dass die Folge heute noch fertig hochladen kann. Mal schauen. Dieses Mal entkommt ihr mir nicht, Sage. Sage ist ein Jäger, keine Beute. Der hübsche Soldat hat es wohl vergessen. Sage wird sein Gedächtnis auffrischen. Okay, zerstör die gegnerische Festung oder besiege Sage. Machen wir das. Ein weiter Weg bis zu Sage. Mal gucken. So, besetzen wir das hier mal. Wir haben nicht viele Leute. Nee, wir haben echt nicht viele Leute, muss man schon sagen. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. So, fertig. Achso, der Wagen. Den nehmen wir auch noch mit. Echt unglaublich, wie warm das hier heute in dieser Dachgeschosswohnung ist. Ich war draußen, da war es auch sehr warm, aber gerade tatsächlich war es draußen abgekühlt. Ich war gerade einkaufen. Dann dachte ich mir, ja, jetzt geht das vielleicht, das ist aushaltbar. Aber jetzt gerade, wo ich hier sitze, denke ich schon wieder, oh Gott, ich zerfließe. Ist wirklich Horror, einfach bei diesem Wetter eigentlich am Computer zu setzen. Sollte man eigentlich nicht machen vielleicht. Ich habe mir aber extra, ich habe hier mein Glas Wasser stehen, also ich werde nicht verdursten auf jeden Fall. Das gerade mal kurz umgestellt, weil die Katze da so gefährlich daneben saß. Ich sollte den vielleicht in den Wagen reinsetzen. Ich soll den Wagen vielleicht nutzen. So, und ich möchte unbedingt die Kaserne da schnell haben. Aber das sieht ja von der Karte erstmal ein bisschen klein aus. Also ich hoffe, wir kriegen das hin. Wir haben ja sogar einen Turm wieder. Oh, das finde ich toll. Der Gegner leider auch, habe ich gerade da oben gesehen. Der hat sich schon eine Hexe geholt. Ich trinke mal einen Schluck. Okay, na, hab hier keine Hexe. Habe ich nicht ganz erkannt. Ja, ganz ehrlich, ich lasse hier, glaube ich, mal wirklich einsteigen. Ist nur die Frage, wen ich einsteigen lasse. Die können von mir aus laufen. Die schon vorne stehen, die müssen nicht einsteigen. Warte mal. Mal so. So, dann können wir weitermachen. Sehr schön. In der nächsten Runde können wir uns auf jeden Fall schon Einheiten holen. Das ist super. Ich überlege fast, ich würde eigentlich gerne... Ja, doch, komm, ich nehme den... geht das so nicht? Ach so, ich muss das andersrum wieder machen, ne? Stimmt, ich muss ja da so einsteigen. Na komm, stellen wir meinen Wagen hier hin. Steigen da ein. So. Ich kann meinen Bogenschützen schon mal hier irgendwo positionieren gleich. Hoffe ich. So, die sind jetzt auch gleich schon da, leider. Und nehmen schon das erste ein. Das gefällt mir nicht so. Und Setsch soll bitte mal runterkommen. Den würde ich ganz gerne eins auf die rüberhauen. Ich hoffe, der kommt auch. Sage ist ja komischerweise gar nicht mal so stürmisch. Der ist ja eher ein bisschen zurückhaltender. Mhm. Ja, das ist jetzt natürlich gefährlich. Die kommen hier auch schon überall ran. Das ist, ich kann das da unten schon mal... Ja, das mache ich vielleicht eher. Klauen wir uns mal dieses Gebäude hier. Ja, der kann das leider nicht. Und das hier müssen wir wohl leider erstmal verlustig werden.
Okay, von hier kann ich es nehmen. Ja, an das andere komme ich sowieso gar nicht mehr ran mit einer Einheit. Ist auch egal. Jetzt positionieren wir uns hier mal einigermaßen intelligent, würde ich sagen. Verdammt, der kann echt nicht nah ran. Du bist da. Den Bogenschützen kriege ich auch nicht dahin, wo ich ihn gern hätte. Muss ich erstmal dahin stellen. Lothar kommt auch bitte hinterher. Habe ich hier? Nee, da habe ich kein Haus vergessen. Gut. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich da oben vielleicht Gebäude vergessen habe. Hallo? Oh Gott. Warum hat das gerade geruckelt? Kein gutes Zeichen. Tierlanze, Falkenauge. Ja, komm, ich hole mal noch einen Bogenschützen. Hätte ich ganz gern hier an der Stelle. Ich warte immer noch auf den Moment, wo wir endlich Sedge ein für alle Mal, vernichtet haben. Oder in die Flucht geschlagen haben. Irgendwie taucht er immer wieder auf. Der scheint uns echt gerne zu haben, einfach. Oh, das funktioniert. Achso, den da oben. Okay, das ist natürlich nicht so. Nee, einsteigen eigentlich nicht. Den da oben kriege ich da nicht, okay. Wartet mal. Oh, das ist hier echt alles jetzt ganz schön. Aber den. Nee. Dann machen wir das von hier. Nehmen wir mal die 70. Oh, jetzt habe ich schon weitergemacht. Entschuldigt. Ich wollte eigentlich normale Kämpfe ja gar nicht abbrechen. Ja, das hier ist echt ein blödes Zusammentreffen gerade. Ich glaube, wir müssen das jetzt hier so ein bisschen riskieren. Aber ich kann auch nur mit dem... Doch, mit dem kann ich ihn angreifen. Okay, also ich kann zweimal an... Dreimal? Ja, komm, ich mach das. Nehme ich den Hund? Ja. Weil der zwei Hunde hat, dann nehme ich ihm den Crit lieber weg. Sehr gut. Dann gucken wir mal. Hier hätte ich 81, 15 dagegen. 30, 25. Gut, dann fange ich so an. Ist jetzt ein bisschen Risiko, aber hey, wir haben Kaserne und alles. Ist ja nicht so wie bei den Banditen, wo wir irgendwie jede Einheit komplett sparen müssen. Das geht ja hier noch. Okay, dann können wir hier sogar noch besetzen. Das ist sehr schön. Ja, mal gucken, ob wir uns eine Flugeinheit leisten können. Weiß ich gerade gar nicht. 400, oh nee, schade. Na gut, ist leider so. Ja, und hier hauen wir den jetzt auf jeden Fall noch aus den Socken. Ich bin gerade so froh, dass ich keine Cam anhabe und man nicht sieht, wie ich hier gerade zerfließe vor dem Bildschirm. Ist natürlich auch immer noch mal am KP... am PC immer noch mal ein bisschen ätzender tatsächlich. Aber wenn ich das jetzt mache, dann kann ich in der nächsten Runde auch nicht angreifen. Das ist wieder blöd. Weil ich ja dann erst einmal aussteigen muss. Nee, das finde ich doof. Kann ich den Sinn... Wenn ich den hier vorparke, macht das Sinn? Oder sage ich lieber, ich habe lieber den Wagen? Also ich könnte natürlich verhindern, dass der da an das Pony rankommt. Oder hier an den. Ganz ehrlich, ich mache das mal. Ich stelle mich mal in den Weg. Dann kommen die hier nicht gleich an unseren Eich hier ran. Okay, kann ich irgendwas Schönes holen? Vielleicht direkt noch einen neuen Eichi? Falls wir da jetzt gleich verlustig gehen? Komm, mach ich mal. Ich glaube, ich gehe da mal auf Nummer sicher. Geld sparen wir jetzt an der Stelle, glaube ich, Quatsch. Ach, Sedge bewegt sich da echt keinen Millimeter. Der bleibt da einfach. Das gefällt mir nicht. Ein neues Pony wäre auch gut. Ich glaube fast... Nee, er lebt sogar noch, aber... Ich weiß nicht, ich glaube, der kann nochmal angegriffen werden gleich. Der hin? Okay, das geht. Das geht. Oh, wow. Ja, der macht leider nicht mehr so viel Schaden alleine. Ah, der greift den Wagen an. Okay. Ich hätte gedacht, dass der eigentlich zu dem Pony geht. Okay. Jetzt hat er den Wagen natürlich ausgelöscht. Ist okay. Ist okay. Mit links. Ihr seid ein Monster. Bereut der hübsche Junge diesen Kampf schon? Hatte die Absicht zu fliehen?
Niemals. Niemals. Ach, das Ding da oben habe ich schon fast vergessen. Oh Gott. Okay. Das darf ich jetzt nicht aus den Augen verlieren. Da muss ich auf jeden Fall dann Alchemisten bereit haben für. Der sollte sich vielleicht mal heilen gehen. Ist Kampieren besser als Heilung? Ich weiß es immer nicht so. Ich kann hier gleich mehrere heilen. Das wäre natürlich auch gut. Ach nee, das ist ja Gegner. Jetzt heile ich hier schon die Gegner gleich mit. Upsa. Da sollte ich vielleicht aufpassen. Dann habe ich die beiden. 5-4. Ja, das ist nicht so viel. Naja. Ja, das kann man machen. Laden wir gleich ein bisschen Groove mit auf, glaube ich. Sehr schön. Wie viel haben wir denn da einen Groove noch? 67 haben wir erst, okay. Davon, da kriege ich nicht. Schade. Wie weit kommst du denn? Genau da. Verdammt. Na gut, dann ist auch egal. 65 kann ich ihm schon mal weghauen. Das ist ganz praktisch. Hier könnte ich nochmal 40 Schaden machen. Was anderes kann er eh nicht machen. Hauen wir den damit um. Sehr schön. So, die können auch mal nachkommen. Jetzt muss ich mal hier gucken. Ja, es wäre echt blöd, wenn er meinen Pony umhaut. Das wäre mir nicht so lieb. 48, 96, 90. Aber wir haben halt hier das Scheißding, was uns dann umhaut. Muss es trotzdem machen. Sehr schön. Ist okay. Der kommt nicht weit. Können wir hier positionieren. Wagen haben wir jetzt leider nicht mehr. 28, ne? 66, da komme ich gar nicht ran. Ah, ich will ehrlich gesagt gar nicht, dass das umgehauen wird. Ich würde den echt gern behalten. Ich überlege gerade. Ja, komm, ich kampiere hier. Ja. Ich möchte das Pony schon gerne behalten. Jetzt habe ich natürlich auch kein Geld mehr. Das ist blöd. Naja, so. 48 kann auch das angreifen. Nee, es macht nicht so viel Sinn. Tut alles eigentlich zu weh gerade. Andererseits würde ich den Schuh gerne ein bisschen runterhauen. Das macht nicht so viel Sinn. Komm, ich mach das mal. Auch wenn das ganz schön weht. Er steht ja gerade echt gut im Wasser. So. Mehr kann ich nicht tun. Okay. Oh, der hat sogar einen Drachen. Oh gut. Der nimmt gut Kohle ein, scheinbar. Hat sehr viele Gebäude. Ich muss ihm doch das Kabel wegnehmen. Oh, steht sogar noch einer. Hätte wahrscheinlich jetzt vor dem anderen dann umgehauen. Oh, ein Drache ist natürlich echt blöde. Ach, das Ding auch noch. Ui. Und so schön Alchemisten. Das gefällt mir auch nicht. Die schießen jetzt wieder nicht zurück, wenn die von dem angegriffen werden. Doch, aber bringt nicht mehr viel. Ah, dass Sedge nicht herkommt, das ist echt gemein. Der bleibt einfach stehen. Das ist fies. Okay, also der muss unbedingt sich heilen gehen gleich. 50 mit einem Crit. Könnte aber auch erst für Heilung sorgen. Wäre eigentlich nicht schlecht. Ja, kommt mal her. Machen wir das mal. Haben alles... Na gut, der hat nicht viel bekommen, aber hey. Dann nehmen wir hier mal die 66. Ja, der könnte auch sehr gefährlich werden. Oh, Sedge guckt immer so richtig schön böse da an dem Bild. Oh. Kriegt man schon ein bisschen mit der Angst zu tun. Okay, ich muss erstmal gucken. Hier mit dem Viech. 47. 145 direkt. Ja, dann boxen wir es direkt um. Das ist mir lieber, wenn es direkt weg ist. Sehr gut. Wo kann der eigentlich überall hin? Naja, kann alle von uns da unten erwischen noch. Wenn wir stehen bleiben.
könnte auch das Gebäude wegnehmen. Ah, der kommt da auch hin. Mist. Komm, wir holen mal den. Du brauchst dich da Ryota gar nicht erst mal kümmern. Sehr gut, hat auch funktioniert. Puh. Hätte auch knapp werden können. Ich habe mir gar nicht die genaue Prozentzahl angeschaut. Ja, Drache kommt überall hin. Das ist blöd. Ich kann aber wenigstens mich nicht ins Gebirge stellen, sonst hat er noch den Gebirgsschutz. Das wären 75, 40. Ja, der kann sich erstmal heilen gehen. Das bringt mir so gar nichts mit dem. 4. Ja, ist nicht viel, aber hey. Den hätte ich auch echt gerne weg, aber das kriege ich leider nicht hin mit dem. 35. Nee, nicht so. Der kommt da auch nicht hin. Dann machen wir das hier mal. Ryota ist ja auch noch vollkommen voll. Das ist okay. Jetzt hat er 9%, ist auch okay. Ich könnte es jetzt umnieten mit dem Schwertkämpfer, aber dann ist mein Schwertkämpfer weg wegen dem Drachen. Oh, das ist auch blöd. Der kriegt einen Crit bei Ryota, ne? Obwohl, der hat nicht mehr so viel, also ist eigentlich nicht so schlimm. Ja, ganz ehrlich, ich mach das hier, glaube ich, tatsächlich. Ich bin gerade so am Trinken hier. Das Dorf, das wird Sedge nicht hinnehmen. Sedge wird keine andere Wahl haben. Schauen wir mal. Wir haben kein Geld, wir können nichts Neues holen. Oh je, wir müssen echt Geld für neue Einheiten sparen jetzt, weil wir werden bestimmt jetzt was verlieren. Greift Ryota tatsächlich, okay. Das tut, glaube ich, auch echt gut, oder? Scheiße. Wir haben verloren. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir sind noch nicht tot, aber wow. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Krass. Wir leben noch. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass der Drache so viel abzieht bei Ryota. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass wir noch leben. Aber das war's, oder? Nee, steht sogar auch noch. Wow. Okay, der greift den an. Das, ja, das wird der nicht überleben, nehme ich an. Gott, das war ja gerade. Hui. Ryota hat jetzt seinen Groove. Was macht denn Ryota für einen Groove nochmal? War es diese Bombendinger oder war das die Tenri? Warte, muss ich extra in den Kodex gucken. Ah. Steht denn das hier? Ryota stimmt durch eine Gruppe von Gegnern und fügt ihnen dabei 45% Schaden. Okay. Ja, kann ich jetzt aber leider nicht machen. Ich muss wirklich heilen gehen. Unbedingt. Lieber hierhin. Da ist mehr zu holen. Und wer hat er jetzt? 7. 7 ist ganz gut. 7 ist akzeptabel. Mehr kann ich auch nicht mehr heilen. Das ist jetzt echt doof. 56 und der macht mit uns mehr Schaden. Achso, hier habe ich noch einen ganzen. 85 kriege ich raus. Okay, dann machen wir das. Ist ein hübscher Drache. Ich finde das voll schön tatsächlich mit diesem Blätterding. Das ist echt niedlich. So ein bisschen wie eine Libelle. Ist schon putzig, muss man schon sagen. 19 Uhr. Ich mach's trotzdem. Hier, wir werden hier gerade schon aufgerieben an der Ecke. Ja, und da bleibt da. 59, 56, 23. Kann ich das auch mit dem einfach? Ja, kann ich auch. Dann mache ich das mal. Oder? Warte mal. Ich muss den ja hier nicht riskieren gehen. Hier kann ich 59 noch rausholen. 7. Ui, der kommt hier gar nicht rum, ja. Das ist das Problem. 27. Alles ein bisschen doof. Warte mal. Der kann stehen bleiben und ziemlich viel Schaden machen, tatsächlich. 20. Wenn ich von hier. 75 auf den wäre auch schön. Kann ich mir das eigentlich auch sparen? Warte mal, dann mache ich das ganz anders. Achso, kann noch irgendjemand? Ja, kann. Ja, komm. Machen wir das jetzt einfach mal so. Ich hoffe, wir hauen ihn jetzt auch wirklich um. Okay. Oh, das war ja cool gemacht, tatsächlich, die Sterbeszene. Komme ich nicht ran, wo ich gerne hin würde. Schade. Dann mache ich das hier. Und machen wir das. Den haben wir ja auch noch stehen.
Nee, es bringt nichts. Wen kann der alles angreifen? Ja, der könnte unseren Alchemisten töten. Und ich kann auch nicht wirklich gerade irgendwas Gutes machen. Ich kann das hier machen. Einfach mal aus Spaß. Warte mal, kann ich hier irgendwie so einen Crit rauslotsen? Nee, leider nicht. Machen wir hier mal ein bisschen Damage. Das ist schon mal ein bisschen vorgeschädigt. Der kann ja nicht zurückschlagen, das ist ganz gut. 59. Ich muss unbedingt dran denken, dass ich mir das hier auf jeden Fall noch nehme. Komm, mach mal das jetzt einfach mal mit dem. Jetzt den Alchemist mit dem angreifen, macht auch nicht so viel Sinn. Die paar Schaden, die wir da rausholen. So, aber jetzt noch ein bisschen Geldeinnahme. Das brauchen wir gerade auch auf jeden Fall. Ja, eigentlich kann ich mit den beiden jetzt nur hier... Ja, machen wir das einfach Schadensbegrenzung. Das müssen wir uns jetzt gar nicht angucken eigentlich. So, die besiegen wir ja auf jeden Fall. Ja, leisten kann ich mir leider gar nichts. Nichts, null, nada, schade. Ja, das Ding wird auch guten Schaden machen gleich. Also von einem Alchemisten können wir uns auf jeden Fall verabschieden und von dem Pony. Ja, das war klar. Hätte ich mich vielleicht rechts hinstellen sollen? Hätte ich da noch... Nee, das hätte er auch geschafft, glaube ich. Wenn er da ankommt, wäre er bestimmt auch da angekommen. Ja, das ist klar. Ah, der Riese. Hm. Den Bogenschützen. Ah, Frechheit. Das ist natürlich böse. Wir brauchen unbedingt Kohle. Oh, Setsch hat sich mal bewegt. Wow. Unglaublich. Okay. So, was können wir hier Schönes machen? Die Ryota-Sache könnten wir mal machen. Bringt nicht so viel, aber... Ich habe auch nicht ganz verstanden, wie das so wirklich funktioniert. Also, einmal durch oder wie jetzt? Ich warte mal. Guck noch mal kurz. Klingensturm. Kann Ryota hier wirklich einmal so durchgezogen? Okay. Ja, es bringt hier ja gerade nicht so viel tatsächlich. Wenn ich das jetzt machen würde, hätte ich nur ihn und das war's. Krieg sonst gar nichts. Hm. Das ist blöd. Ich würde gerne ein bisschen rumheilen. Aber ich kriege hier nicht so viel, wie ich gerne hätte. 54. Oh, ich kriege hier... Ja, den muss ich auf jeden Fall mit ihm dann machen. 45, das Schadens. Nee, das ist mir zu wenig. Ja, das Ding erwischt ihn auch. Das ist ja blöd. Ich muss den erstmal ein bisschen runterhauen, tatsächlich. 31, okay, nehmen wir. Ich will keinen Schaden bekommen von ihm. Gut, das macht, das bringt mir nicht viel. Die nehmen wir aber mit, die 8. Machen wir mal weiter, kennen wir. 60 kann ich jetzt machen, jetzt kann ich ihn töten tatsächlich. Das ist schön. 57 können wir auch mit ihm machen, reicht aber nicht. Machen wir das hier. Ich würde jetzt schon gerne noch ein bisschen Geld in der Hand nehmen und Heilung machen. Vor allem für Ryota. Ich glaube, das müsste in Reichweite sein. Ja, gerade so tatsächlich. Wenn ich hier mal so eine komplette Heilung... Warte mal, den vielleicht noch nicht so im Weg stellen. Das ist ganz gut für ihn. Was wollte ich jetzt machen? Ihn hier hinstellen? Ich weiß gerade schon nicht mehr. Ich könnte ihn hier auch noch hinstellen und mitteilen. Ja, ich könnte tatsächlich einmal komplett so abräumen mit der Heilung. Den da unten habe ich jetzt leider nicht, aber der hat eh nicht viel. Da komme ich leider nirgends ran, schade. So, Ryota kann getroffen werden, Schwertkampf. Könnte ich hier... Ach nee, ich habe kein Geld für eine weitere Heilung. Okay. Mhm. Da hier... So, mehr geht nicht. Ich habe auch wieder kein Geld. Ich könnte hier sowas Kleines, ein Schieber zum Beispiel oder sowas. Oder vielleicht auch nochmal sowas hier. Der Schieber kommt halt weiter. Ich nehme mal so einen Schieber in die Hand. So. Ich hätte vielleicht sparen sollen, weiß ich nicht. So viele Einheiten da hinten. Krass. Bestimmt auch locker noch mal einen Drachen holen. Hat sich erstmal sehr viel Kleinzeug geholt, tatsächlich. Ja, den hier, der ist natürlich... Kann ich
Kann ich jetzt nicht? Ah, nein! Mist. Das wollte ich überhaupt nicht. Ich dachte, ich kann, wie es da aufgezeichnet war, erstmal hier hin und her klicken. Das war jetzt total scheiße. Der hätte ich ja lieber normal angegriffen. Ach Mensch. Ja, das ist das Blöde, wenn man die Groove-Dinger nicht kennt. Wenn man nicht weiß, was die können. Tja, ist jetzt Pech. Kann ich nochmal eine Heilung machen. Oder ich hole irgendwas, was da gegen das Viech besser ist. 40. Ich kann mal überhaupt nicht an das Ding ran. 22. 9. Ja. Das ist echt scheiße. Ich hätte ja viel mehr Schaden rausholen können. Das ist blöd. Das kann uns jetzt auch wirklich den Kragen kosten, sozusagen. Boah, das ist so... 81 Schaden macht der uns, wenn wir hier stehen vor allem. Hä? Geht denn das? Wieso macht der da 81 zurück? Und wenn ich den nehme, der sogar verletzt ist, viel weniger? Das macht irgendwie gerade nicht so viel Sinn, oder? Ich meine, das sind genau die gleichen Charaktere. Er hat sogar weniger HP und da sieht es besser aus. Oder habe ich hier falsch gedrückt? Nee, das ist wirklich so. Das macht doch gar keinen Sinn gerade. Was für ein Quatsch. Und dann haue ich hier so die Heilung raus für die drei. Der Bogenschütze hier, den sehe ich schon fast als verloren an, tatsächlich. Na komm, machen wir es einfach. 12. Das ist lächerlich. Nee, das ist, das finde ich tatsächlich zu bescheuert. Hä, jetzt auf... Das gibt's doch nicht. Jetzt ist es hier genau die gleiche Scheiße. Ich verstehe das nicht. Gerade wo der noch verletzt war, ich nicht. Aber ich muss den ein bisschen runterhauen, weil jetzt habe ich hier nicht viele Chancen, den nächsten Zug irgendwie zu überleben. Ja, das gefällt mir schon besser. Auch wenn das echt gerade null Sinn ergeben hat. Nix. Nee, ist auch blöd. Der haut mir wahrscheinlich dann eh hier den Eich hier runter. Kann ich auch nichts machen. Ich hole mal noch einen Schieber, damit die ihren Crit zusammenbekommen. Das Eisblut. 45. Komme ich gar nicht ran. Ich komm hier mal für 10. Krieg da noch ein paar Prozent. Oh, sogar voll dadurch. Okay. Der kriegt eigentlich niemanden. Dann kann ich es auch. Geh mal zurück. Wir gehen mal ein wenig auf Nummer sicher, aber irgendwie ist das hier echt nicht so gut angelaufen. Wir hätten, glaube ich, echt schon wieder schneller sein müssen am Anfang, schneller darüber die Dinge einnehmen. Der hat einfach zu viel Kohle. Das gefällt mir nicht, dass er so viel Kohle zur Verfügung hat. Hui, das ist jetzt auch schon wieder so ein risky Ding hier. Die arme Mutter. Hui. Ja, da wäre jetzt der Groove wahrscheinlich besser gewesen. Jetzt stehen da wenigstens viele Leute, obwohl ich den immer noch nicht verstehe. Ich verstehe auch nicht, warum das sofort losgegangen ist. Der hat jetzt noch 8. Aber mit Ryota darf ich hier jetzt eigentlich gar nicht bleiben. Das ist echt viel zu gefährlich gerade für mich. Ich muss erstmal den hier auf jeden Fall aus dem Weg räumen. Ne, das kriegt man dem anders nicht hin. Ich brauche einen neuen Alchemisten. Ich hätte auch gerne meine Flugeinheit. Das können wir uns einfach nicht leisten. Wir müssen mal darüber kommen und Kohle machen. Das können wir machen. Ist er weg? Ja, da kann ich auch heilen gehen. Auch mit ihm hier. Theoretisch. Ich den jetzt hier hinstelle. Ihn noch mit dazu. Dann heilen wir die ganze Riege hier einmal durch. Ja, ein bisschen. Das Ding ist immer noch scheiße. Das kann uns jetzt immer noch einen raushauen im schlimmsten Fall. An das Hündchen komme ich auch einfach nicht ran.
Ja, wir sind hier sehr aufgehalten gerade an der Ecke. So, sammeln wir mal die Hündchen hier. So. Ja, Geld ist leider nicht. Nur für irgendwas Kleines vielleicht hier so ein... Komm, ich nehme mal noch einen Schwertkämpfer einfach. Wir brauchen auf jeden Fall Einheiten. Aber danach müsste ich vielleicht mal sparen. Wieder auf Ryota, aber das übernehmen wir. So, was kriegt der? Okay, kriegt Ryota, aber dafür... Hui. Gerade so. Ah, schon wieder eine Harpie hier und eine Hexe hat er jetzt auch. Setch läuft lieber an den Strand und geht baden, ist auch okay. Bitte hier so zu uns laufen. Es scheint ja wirklich... Kommt da näher oder ist das eher so eine Fluchtbewegung? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, das ist gut. 14. Wenn ich stehen bleibe und das Hündchen. 31 sogar. Kann ich mir schon mal einen guten Vorteil sichern. Aber wir machen es mit den Hündchen. Das geht auch. Hundis müssen nebeneinander oder neben dem Ding. Neben Ziel. So, können wir theoretisch eigentlich machen. 97. Sehr schön. Haben wir weg. So, bye bye. Kleines Hundi. Tut mir leid. Ich mag ja auch Hunde. Auch die ekligen Grünen. Kommt nicht ran. Ja, hier müssten wir auf jeden Fall eine Heilung aussprechen. 5 haben wir. Würden wir 31 hinkriegen, oder? Oh, 61 auch mit einem schönen Crit. Aber eigentlich wäre mir das hier fast lieber. Irgendwas davon. Gucken. Hier komme ich vielleicht auch noch mit anderen Mitteln so ein bisschen hin. 81 hätten wir hier auch noch abzuholen. Kommt aber auch der denn dahin? Hm. 35. Mit dem kann ich ja auch da einen guten Schaden machen. Also wir können mit dem Bogenschützen ihn ganz gut runterhauen. Wir können hier mit ihm hin. Da können wir ihn mal ein bisschen runterhauen. Wir müssen ein klein wenig. 20 wäre das jetzt hier noch. 31. Ja, ich mach das so. Das können wir vorspulen, das müssen wir uns nicht angucken. Hier 67 da. Können wir auch vorspulen, kann ja keinen Gegenschaden machen, den wir uns angucken müssen. 20. 31, kaum Gegenschaden. Ich wünschte, ich könnte ihn nochmal irgendwie heilen, aber es geht leider nicht. Und sehr viel Gegenstand sind da. Ja, komm, ich nehme das. You're cornered. Wir müssen gerade leider ein bisschen risikofreudig sein. Anders kriegen wir die Mission nicht mehr bewerkstelligt. So risikofreudig wäre ich dann auch nicht, oder? Nee, das wäre dumm. Das wäre sehr dumm. Ich glaube, ich lasse den sogar da im Wald stehen. Wir haben 300, das heißt wieder nichts. Ich spare jetzt auch mal tatsächlich. Hm. Lassen wir mal so. Mal gucken, was passiert. Sage, bitte hierher kommen. Na komm. Ah, der bleibt schon wieder stehen, ich sehe schon. Mal gucken, was der jetzt von Schaden raushaut hier noch. Oh, oh je. Kommt auch noch der Schwertkämpfer. Oh, das auch noch. Oh Gott. Ah, daran habe ich gar nicht gedacht, dass der da rankommt. Ui, das ist jetzt ein knappes Ding. Sehr knappes Ding. Ui, heute sind wir aber sehr risikofreudig, muss ich sagen. Also auch wie Ryota jetzt schon fast abgeklappt ist. Ui. Ja, das wird auch wehtun. Okay, gar nicht mal so schlecht, wie ich dachte. Ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich die Runde zu Ende spielen kann. Mir ist immer noch so warm und ich gucke gerade aufs Thermostat, es ist sogar noch hochgegangen. Es ist ja schon 30,5, vor allem war es 29,5, als ich angefangen habe. Ich könnte sein, wenn das hier zu lange dauert, dass ich dann vielleicht doch mal zwischendurch eine Pause einlege. Oder kann ich 38 machen? Das wäre natürlich mit ihm
100 sogar. Oh, da habe ich ihn gleich weg. 47. Ich kann es aber auch in den Attappen machen. Sonst geht's da gar nicht. Da könnte ich ihn ja immer noch mit ihm hier vielleicht noch raushauen. Weiß nicht. Ja, so viel ist 38 auch nicht. Hm. Schwierige Entscheidung gerade. 23 nicht da. Komm, mach mal so. Weiß nicht, ob das die gute Entscheidung war, aber die bessere Entscheidung. Wir werden hier auch ganz gerade ganz schön wieder belagert an der Stelle. 23 leider nur. Ich könnte auch hier hinten gehen, schon mal Häuser klatschen. Oder hier hin. Dahin. Ryota geht auf jeden Fall erstmal ganz weg. Der ist mir gerade sehr gefährlich. Ich kampiere mal schon mal einmal. Aber wir kommen echt nicht auf den grünen Zweig hier mit dem Geld. 19 leider nur. 15 mit den Hündchen. Könnte ich daneben positionieren halt wieder. Da würde ich mich verletzen, das ist blöd. Wir können es mit dem Crit vielleicht hinkriegen, weiß ich nicht. Den Schwertkämpfer könnte ich auch notfalls... Oh, hier kriege ich sogar 40, da kriege ich es kaputt. Das mache ich mal eben. Das ist schon schön, wenn das Ding hier weg ist. Dann muss ich dafür nicht den Eichen nehmen. Ich könnte auch mit dem Eichen nochmal zurück und einfach nur eine Heilung machen. Ja, auf jeden Fall dann. Oh, den kriege ich gut weg. 22 nur? Ah, verdammt. Mist. Dachte, ich kann da mehr rausholen. Mach's trotzdem jetzt, ne? Aber war nicht ganz das, was ich wollte. Ich hatte gehofft, dass wir ihn gerade so vielleicht besiegt kriegen. Na gut, wir haben nicht so viel verloren. Ich will den Eichen nicht riskieren. Ich würde hier echt gerne eine Heilung machen noch vor allem. Diese Hexe nervt mich auch, die da gerade rumfliegt. Nee, das macht jetzt gar nicht mal so viel Sinn. Geh mal einfach nur hier unten hin. Das mache ich auch nicht. So. Ich weiß nicht ganz, ob das Sinn macht, was ich hier gerade mache. Mal gucken. Ja, ich kann mir leider keinen neuen Eich hier... Oh Gott, das ist jetzt... Hui. Hier sind gerade ganz schöne Fronten. Ach, Sage, komm doch mal bitte her. Das ist echt blöd, dass der da oben bleibt. Sehr doof. Das ist blöd. Verdammt. Auch noch der. Na, schafft er das? Oh, wir haben überlebt. Sehr schön. Haben ihn aber leider auch nicht besiegen können. Die Hexe macht ihren Zauber gar nicht, okay. Eigenartig. Oder hat sie schon gemacht und ich habe es gerade verpennt. Ich will es nicht beschweren, dass ich vielleicht gerade gepennt habe. Das könnte ganz gut sein. Passiert mir auch ganz gerne mal. You're cornered. Sehr gut, Ryota. Jetzt hat er auch seinen Groove wieder. Ja, ist blöd. Da steht der Falsche. 60. 40. Nehmen wir das hier. Ich hätte erstmal mit dem Bogenschützen vorarbeiten sollen. Das war ein bisschen blöd jetzt. Naja. Ich werde gerade echt... Ich merke es von der Hitze. Ich werde ungeduldig. Ich sollte vielleicht wirklich eine Pause machen. Ich merke einfach, dass ich nicht mehr so... Ja, so geistig anwesend bin gerade. Das ist gerade alles ein bisschen anstrengend. 52 könnte ich ihn rausholen. Was war das hier?
Machen wir mal weiter. Wenn ich den stehen lasse. Das bringt ja auch nicht so viel gerade. Könnte ihn halt einfach wegmachen. Warte mal. Nee, da komme ich nicht ran. Ich glaube, ich heile erstmal. Ich hätte gerne mehr zu heilen. Das ist doof. Das gefällt mir nicht. Das ist auch eigentlich totaler Quatsch, aber dann hätte ich ihn halt da stehen, wo ich ihn gerne stehen hätte. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach nur. Können wir weitermachen. Da passiert ja nicht viel. Dann machen wir jetzt hier die Heilung. Leider ist der Bogenschütze nicht betroffen. Jetzt kann ich hier nämlich hier ein bisschen mehr Schaden machen. Reicht trotzdem nicht aus. Wir machen trotzdem das hier. Machen weiter. Ja, mit der Hexe kann ich leider gar nichts machen. Da komme ich einfach nicht ran. 45 ist nicht schlecht. Komm, das nehmen wir uns mal. Das ist nicht schlimm. Dann hau ich jetzt den hier noch um. Mal weitermachen. So. Achso, war Quatsch. Ich hätte... Na gut, dann wäre der Hund hier in Gefahr. Das sind sowieso alle so ein bisschen in Gefahr. Okay, darf ich ihn nicht hinstellen? Hier hin? Immer noch nicht genug Geld, oder? Ein Ballon. Was soll ich mit dem Ballon? Was macht denn der? Bodeneinheiten befördern. Aha. So ganz nett, aber will ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich hole den hier für die Hexe. So, und jetzt muss ich ehrlich sagen, es ist mir zu warm. Also mein Thermostat zeigt jetzt schon 31 Grad an. Es tut mir echt leid. Ich würde die Folge wirklich gerne zu Ende aufnehmen, aber ich muss jetzt echt eine Pause machen. Das heißt, ich, ja, weil heute eine Folge hochgeladen werden muss und ich jetzt keine Zeit habe, eine Pause zu machen und zu warten und nochmal weiter zu spielen und dann die Folge erst hochzuladen. Es wird zu lange dauern. Wird es heute halt nur eine halbe Walkroof-Runde geben. Tut mir echt leid, aber es ist einfach viel zu warm. Viel, viel, viel zu warm. Vor allem hier im Dachgeschoss. Also dann, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, in der nächsten Folge können wir dann vielleicht nach vorne stürmen und Setch doch noch irgendwie kriegen, der sich da so hinten so feige versteckt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.